Das ist sie, die neue, höchste Seilbahn Österreichs. Die spektakuläre Bergbahn führt in Osttirol vom Kaiser-Köditz-Tal hinauf zur Erzherzog-Johann-Hütte unterhalb des Großglockners, dem höchsten Berg Österreichs. Notwendig wurde der Neubau, weil die alte Materialseilbahn vor 3 Jahren bei einer Lawinenkatastrophe völlig zerstört wurde. Ja, hallo, ich bin der Martin von Steirer Seilbahn aus dem Ländle und wir bauen gerade die Werksverkehrsbahn für die Erzherzog-Johann-Hütte. Das Besondere an dieser Bahn ist? Es ist die höchste Seilbahn Österreichs und in Kürze haben wir dann da Werksverkehr. Das heißt, der Hüttenwirt hat einen beschränkten Personenverkehr. Das heißt, er kann sein Personal, Handwerker und Bergrettung mit der Materialseilbahn führen. Kannst du uns einmal zeigen, was ihr da gebaut habt? Wir befinden uns jetzt außerhalb von der Station. Das ist die Wagenbucht. Da fährt das Wagelein. Das da oben ist das Zugseil, das Herzstück. Und oberhalb haben wir das Tragseil. Die Steuerung haben wir die eins entwickelt, FAE-Mechatronik. Das ist eine Besonderheit. Wir haben ein Touchpanel. Wir haben einen Fernzugriff auf unsere Materialseilbahn. Und wir haben eine super Anzeige, wo man genau sieht, wo die Bahn aktuell steht. Hier sehen wir gerade aktuell, dass die Bahn in der Bergstation steht, also bei 4184 Meter ist in der Bergstation. Abfahrt! Bitte einsteigen, ja? Der Funk bitte nicht vergessen. Ja. Test, Abfahrt. Testfahrt mit der neuen Seilbahn, der höchstgelegenen Seilbahn Österreichs, hinauf auf die Adlersruhe. 1376 Höhenmeter trennen die Talstation von der Erzherzog-Johann-Hütte. Mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Meter pro Sekunde geht es nach oben. Hinter uns sieht man schon den Großglockner. Also der Ausblick aus der neuen Seilbahn ist einfach spektakulär. Jetzt da im Hintergrund sieht man die Stüdelhütten. Unter Höhenangst sollte man bei der Fahrt mit dieser Seilbahn jedoch nicht leiden. Da es in schwindelerregender Höhe geht es über die karge Gletscherlandschaft des Nationalparks Hohe Tauern. Direkt auf einem ausgesetzten Berggrat wurde die Blaukopfstütze in 3104 Metern Höhe errichtet. Einfach gigantisch. Bei der Fahrt in der Transportkiste schützt lediglich ein Plexiglasdach vor den Naturgewalten, die hier oben im Hochgebirge manchmal toben können. Die Fahrzeit für die 4 Kilometer lange Wegstrecke hinauf zur Erzherzog-Johann-Hütte, der höchsten Schutzhütte Österreichs, dauert rund 30 Minuten. Dafür wird man hier freundlich von Hüttenwirt Toni Riebler empfangen. Toni, wie taugt dir denn eine neue Seilbahn? Die Bahn wird nicht nur Lebensmittel verliefern, die Bahn wird auch natürlich den mal und anderen bei Notfällen helfen. Und wir hoffen auch, dass wir das wirklich gut nutzen können und möchten uns auch bedanken bei den ganzen Spendern und Unterstützern. Danke. Und der Österreichische Alpenclub ist ja seit 1880, wo die Hütte gebaut worden ist, mit der Adlershöhe verbunden. Was sind denn die Kosten der neuen Bahn? Wir haben also in den letzten Jahren sicherlich etwas über 1 Million Euro investiert. Wie können denn bergbegeisterte Menschen die Adlersruhe oder den Österreichischen Alpenclub unterstützen? Ja, am besten ist, sie kommen auf die Hütte. Das ist eigentlich das, was die Bergsteiger machen können. Sie essen oben, sie trinken oben und sie schlafen oben. Dann ist der Österreichische Alpenclub zufrieden, wenn die Nächtigungszahlen oben gut sind, dann sind natürlich auch unsere Einnahmen gut und damit sind alle dann zufrieden. Die Krone und ich.